Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Funtime. Mein Name ist Sipaka und ich freue mich, euch eine weitere Folge der großartigen Pokémon Y Randomizer Nuzlocke zu präsentieren. Wir machen uns auf und kämpfen heute direkt gegen den Arenaleiter von Fluxia City. Ich glaube, der Kommentarbereich hat mich auf jeden Fall aufgeklärt. Olympia heißt diese nette Dame in der englischen Version, in der deutschen. Ich glaube Astrid, meinten die Leute auf jeden Fall im Kommentarbereich. Vielleicht trollen sie mich auch. Ich finde allgemein die Namensgebung von deutschen Pokémon-Ablegern, dieser Satz ist völlig verrückt konstruiert. Ich finde die deutschen Namen von NPCs in der deutschen Version nicht ganz so cool, muss ich sagen. Also Olympia, das klingt doch noch was. Und Astrid, das ist quasi meine Nachbarin. Oder so, keine Ahnung. Sieh diesen Kampf als eine Art Ritus an. Blicke zurück auf deinen bisher eingeschlagenen Weg und bestimme die Richtung für die Zukunft. Ja, lass uns jetzt mit dem Kampf beginnen. Dein Gegner bin ich, die Arenaleiterin Astrid, tatsächlich. Und ja, mal gucken, wie wir uns anstellen werden. Wir haben ja immer noch unser Pixie ganz weit vorne, was einfach der absolute Todes-Star-Player im letzten Part gewesen ist. Und vielleicht können wir damit auch hier ein bisschen was reißen. Eine Herausforderung von Arena-Leiterin Astrid. Finde ich sehr, sehr schick. Wirklich vom Artwork, vom Stil her. Das Problem ist, die Arena-Leiter machen nicht so viel. Also die Arena hat zwar so ein bisschen Flavor, aber ich hätte mir gewünscht, dass die Arena-Leiter ein bisschen mehr Charakter zeigen können. Außer die paar Sätze, die sie am Anfang haben. Pixie muss ich hier leider rauswechseln, denn eine Giftattacke könnte hier wehtun. Roserade ist zwar nur 6 Level über uns, was okay ist, aber das könnte sich ganz schnell ändern. Die Frage ist, was wechsle ich rein? Sumpfling kann ich eigentlich vergessen. Dragunov potenziell, aber spezielle Angriffe werden auf jeden Fall wehtun. Ich glaube. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass der Gegner auf Schlafpuder gehen kann. Vielleicht können wir das ganz gut mit unserem Huzassa negieren. Oder der Gegner geht einfach auf eine Giftattacke gegen Pixie. Das würde auch Sinn machen. Er geht auf Zauberblatt. Das ist vollkommen okay. Dem resistieren wir ziemlich gut. Insofern glaube ich auch, dass der Gegner tatsächlich keine Giftattacke im Set hat. Sonst hätte der Gegner es auf jeden Fall gegen Pixie eingesetzt, weil es sehr effektiv trifft. Das ist gut für uns. Das ist gut für uns. Wir können dann einfach... Ja, Geasaurg wird auch super krass resistiert. Wir gehen auf den Giftschlag. Mal gucken, wie viel Schaden das macht. Lockduft macht in Kämpfen... Keine Ahnung. Fluchtwert. Wert. Ist egal. Kann auch sein, dass ich heute ein bisschen viel Schwachsinn rede. Das Ding ist einfach, dass... Das macht super wenig Schaden. Aber langsam, aber sicher sollten wir irgendwann zur Musik kommen, außer der Gegner hat auch Synthese mit dem Set. Was ich sagen wollte, heute ist ein ganz besonderer Tag, denn ich bin absolut tot, muss ich ganz ehrlich sagen, denn ich habe es, glaube ich, schon letzte Woche angesprochen, dass momentan auf meiner Arbeit extrem viel ansteht. Crunch-Time nennt sich das im Fachjargon, weil wir nächste Woche einen sehr wichtigen Abgabetermin haben und deswegen... Heute beispielsweise war ich 14 Stunden im Büro. 14 Stunden, das ist richtig hart. Gerade so Büroarbeiten, viele Leute denken, ach, man sitzt ja sowieso die ganze Zeit, man hat es gemütlich und warm und so weiter, aber die ganze Zeit auf den Rechner zu starren und wirklich zu arbeiten, gerade so kleine Sachen zu kontrollieren, also so Codezeilen, wo einfach alles gleich aussieht. Ich gucke gar nicht auf den Bildschirm übrigens, also ich drücke jetzt die ganze Zeit A, weil das scheinbar hier super safe ist, was passiert. Ich kann ein bisschen reden. Auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend. Büroarbeit sehr, sehr anstrengend. Gerade wenn man über 12 Stunden arbeitet. Man sollte allgemein nicht mehr als 8 Stunden am Tag arbeiten. Aber ich bin mal so nett. Sonst würden sich, glaube ich, noch mehr Probleme aufreißen. Ich bin aber... Hyperdrang, komm schon. Ich könnte auch Glurak einfach reinwechseln, weil wenn der Gegner wirklich nur hier diese Kack Pflanzenangriff hat, da kann Glurak ganz gut gegenstehen. Auch wenn mir das ein bisschen weniger Ruhe bietet, zu reden. Also, heute, es ist momentan 11:30. Ich bin vor ungefähr einer halben Stunde nach Hause gekommen und ich fange um 8 an. Also, eigentlich hasse ich mich dafür, dass ich jetzt so bragge von wegen, boah, ich bin voll der krass harte Arbeiter, aber ich wollte so ein bisschen entschuldigen, wenn ich zu viel Schwachsinn rede und diesen Part ein bisschen kürzer halte, als wir es normalerweise haben. Ich weiß, normalerweise überziehen wir auch extrem irgendwie 40 Minuten oder eine Stunde oder sonst irgendwas, aber heute probieren wir wirklich mal, keine Ahnung, so eine normale Let's Play 20 Minuten Zeit einzuhalten. Mal schauen, mal gucken, wie es sich anbietet. Auf jeden Fall ist es schon eigentlich ziemlich spät und ich möchte eigentlich schlafen gehen und normalerweise Videos rendern super lange, gerade so ein Randomizer Nuzlocke in Full HD 60 FPS. Das kann schon ein bisschen dauern, gerade wenn die Folgen ein bisschen länger sind, insofern
Ja, je kürzer die Folge, desto besser für meine Gesundheit, sage ich einfach mal. Aber ich wollte euch auf jeden Fall nicht irgendwie eine Folge vorenthalten. Ich meine, wenn ich jetzt eine gute Ausrede habe, eine Folge auszulassen, werde ich später auch irgendwann eine schlechte Ausrede haben und diese genauso nutzen. Deswegen, ich probiere einfach diese Regelmäßigkeit aufrechtzuerhalten, auch wenn es mir weitere Speere in den Körper rammt. Was passiert da? Klick. Oh. Ein Glück haben wir unser Glorak draußen. Das macht mich ein bisschen traurig, dass Glorak einfach so dominant in unserem Team ist. Also unter Umständen werden wir jetzt einfach den Rest des Kampfes mit Glorak absolvieren. Was mich noch viel mehr schockiert, ist, dass die Level des Gegners gar nicht so krass sind. Also irgendwie war Kalem viel besser dran, gefühlt. Also bisher kein... Okay, ah, okay. So viel dazu. Da ist Magnezone mit Level 75. Fast 10 Level über uns. Ah, ich muss auch meine Klappe aufreißen. Aber das ist total seltsam, die Level einzuschätzen. Also die ersten beiden Pokémon, das war vollkommen okay, aber hier, Magnezone haut's wieder raus. Und vor allen Dingen ein voll entwickeltes Pokémon. Ich glaube, auch wenn wir mit unseren Sumpex keine extrem gute Spezialverteidigung haben, ich glaube, der Gegner wird hier erstmal auf eine Elektroattacke gehen. Das können wir super gut abfangen und dann mit einem Erdbeben das Ding auf jeden Fall rausnehmen. Und weiß nicht, der hat Magnezone überhaupt irgendwas anderes außer Stahl und Elektro? Ich glaube nicht. Elektro kann er nicht einsetzen und Stahl können wir resistieren. Insofern wird es uns auf keinen Fall rausnehmen, auch wenn es so viel Level über uns ist. Magnetflug? Oh shit! Alter. Einfach das... Der kompetitivste Gegner überhaupt. Da wurde ich outplayed. Da wurde ich super hart outplayed. Da gehe ich auf Zertrümmerer. Wie ist die Verteidigung von Magnezone? Ist die auf der speziellen Seite besser oder auf der physischen Seite besser? Weil ich könnte auf Zertrümmerer gehen. Wie viel Schaden macht das nochmal? 40 leider. Ach, nutzlos. Ich könnte auch eigentlich abwarten, bis der Magnetflug vorbei ist. Ich glaube, mit Surfer werde ich auf jeden Fall mehr Schaden machen. 3 Moves haben wir schon gesehen. Das heißt, wenn der vierte kein ultra starker Angriff ist, sollten wir auch das Magnezone irgendwann runter haben. Das macht gar keinen Schaden. Null. Zero. Aber ich glaube ganz ehrlich, dass wir auch mit dem Zertrümmer nicht mehr machen werden. Aber ich traue mich nicht, irgendein anderes Pokémon reinzuwechseln. Gyroball ist okay. Sollte auch... Das macht auch gar nichts. Hätte ich doch nur ein Boilhelm. Ja, Zertrümmer macht gefühlt ein bisschen mehr Schaden, aber immerhin, wir kriegen den Defense Drop. Hält Magnetflug ewig oder nur 5 Züge, wie fast alles, was man so einsetzt, was ungefähr diese Parameter hat. Aber es ist eigentlich egal. Oh, nice. Hat das eine hundertprozentige Chance, die Verteidigung zu senken? Das hatte ich irgendwie nie auf dem Schirm. Kann den Verteidigungswert senken. Das heißt, wir haben ultra viel Glück gerade. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Prozent Chance das hat, die Verteidigung zu senken. Ich nehme es an. Ich meine, einem geschenkten Girl schaut man nicht ins Maul. Das passiert übrigens auch, wenn ich ultra schiff bin, dass ich so ein bisschen in den amerikanischen Accent reinwechsle. Ich weiß auch nicht, wieso das ist. Das ist mir bei Skal übrigens auch mal aufgefallen. Der hat ja einmal unglaublich lang gestreamt und da hat er auch so ganz langsam angefangen, die Airs zu rollen. Alter! Astrid, geh mir nicht noch mehr auf die Nüsse, als du es ohnehin schon tust. Krieg ich noch einen Drop, bitte? Danke. Vielen Dank. Ich muss gleich rausfinden, wie viel... Warte, das gucke ich jetzt einfach nach. Wie viel Chance wir haben, hier wirklich die Defense-Drops zu bekommen. Aber es ist voll super interessant, dass wir mit unserem Pixie einfach hätten nichts machen können in diesem Kampf. Stahl-Pokémon überall. Also nicht überall, aber... Gift-Pokémon, da kommt hier so ein Stahlding. Dann klicke die Klack oder Klick-Klack? Keine Ahnung. Alter, ich sehe gerade, das hat eine 50-prozentige Chance, die Verteidigung zu senken. Ja, nice! Einfach jetzt kompetitiv etablieren, Zertrümmerer. Als einzigen Kampfmove. Turmkick absolut überbewertet. Schlappohr, mega Schlappohr mit, mit Zertrümmerer. Das neue Meta bildet sich. Für Sun and Moon, ich sag's euch. Ein Draschel. Das sollte auch kein großes Problem sein, glaube ich. Deswegen gehen wir einfach auf Erdbeeren, gucken, wie Schaden wir machen. Wahrscheinlich nicht so viel, weil
Draschel ist gar nicht mal. Oh, das ist Schaden ein bisschen. Aber das Erdbeben hat auch guten Schaden gemacht. Will ich es riskieren, weil ein Crit würde mich jetzt wirklich sehr, sehr ärgern. Aber ich weiß auch nicht, was ich sonst reinwechseln soll in das Risikotackle. Ich könnte Pixie reinwechseln. Pixie hat eine gute Verteidigung. Will ich das machen? Will ich Pixie reinholen? Komm, wir holen unser bestes Pokémon im Team. Pixie. Ich beliebe in dich. Das MV Pixie. Drachen. Oh, predicted. Ich hab's predicted. Das habe ich zwar nicht gesagt, um die Spannung aufrechtzuerhalten, aber ich hab's mir gedacht. Habe ich euch erwischt. Mondgewalt, go. Ich muss immer zweimal nachdenken, weil Mondschein sehe ich aber so selten das Move und zwei Feenattacken in einem Slot. Wir waren schneller. Das wundert mich. Haben wir nicht sogar ein Minus-Initiativwesen? Ist Draschel wirklich so todeslangsam? Ich meine, es war fast 10 Level über uns. Alter Porenta. Level 76, das kann potenziell gefährlich werden. Will ich es riskieren, meinen Raikou reinzuwechseln? Weil ich glaube, der Gegner wird auf einen Sturzflug gehen. Also ich meine mich zu erinnern, dass das letzte Porenta, gegen das wir gekämpft haben, auf jeden Fall den Sturzflug hatte. Und ich glaube, dann auch nichts mehr anderes lernen sollte. Ich hoffe einfach, der Gegner geht auf den Flugangriff. Weil ich meine, Level 59, Raikou... Wird jetzt, vor allen Dingen, wir haben Minus auf die physische Verteidigung. Das heißt, eigentlich war es total dumm, was ich gemacht habe. Bitte sei kein Tourist. Das ist getankt. Alter, Porenta, du bist viel zu schwach. Ich wünsche, Porenta wäre stärker. Ich liebe Porenta. Ich liebe Enten. Wobei Porenta, ich finde, der Schnabel ist nicht ganz so wie der einer normalen Ente. Ist wahrscheinlich so eine chinesische Ente. Ist ja auch nach einem chinesischen Sprichwort quasi designt. Die Ente, die direkt den Lauch mitbringt, um in die Suppe zu springen. Aber, ja. Wir sind hier nicht bei den Pokémon-Theorien. Wir sind hier knallhart beim kompetitivsten Arena-Kampf überhaupt. Ein Femicula. Ich sag ja, Olympia, nein, Moment. Nicht Athena, Astrid. Alle Namen sind durcheinander. Ist viel zu spät für mich. Astrid wollte einfach so gut wie möglich verhindern, dass wir mit unserem Pixie einfach nichts hinkriegen. Aber ja, wir haben ja unser Glurak, das sollte safe sein. Femicula. Wir hatten so oft schon das Femicula-Matchup und jedes Mal hat Glurak gewonnen, insofern. Alles gut, alles gut. Ich glaube auch nicht, dass gerade auf Level 73 Femicula noch einen Gesteinsangriff lernt. Ich glaube, selbst den sollten wir überleben. Ach, Schnarchnase, schön, schön. Aber ich glaube, Femicula hätte ich auch gerne für unser Team gehabt. Das ist super schnell, drückt super viel Schaden. Das sind eigentlich die zwei Parameter, die ich unbedingt in meinem Team haben will. Aber naja, man kann sich nicht alles wünschen. Auf jeden Fall, der Wunsch, dass wir diesen Kampf gewonnen haben, ist auf jeden Fall in Erfüllung gegangen. Du hast das Potenzial, den Lauf der Sterne zu ändern und dir deinen eigenen Weg zu bahnen. Hen gewinnt 12.000 Pokédollar und ein Batzer-Catchte. Dafür kaufe ich mir Süßigkeiten hinterher. Sieh diesen Orden als eine Art Urkunde an. Möge er Zeugnis ablegen über den von dir eingeschlagenen sowie gemeisterten Weg. Ja, der Psi-Orden. Nice. Wirklich ein sehr, sehr schöner Orden. Ich bin aber auch sowieso ein Fan der Farbe Violett. Violett, Pink, Magenta, alles das mag ich eigentlich ziemlich gern. Deswegen, ja, auch eine für mich sehr schön designte Arena-Leiterin. Ich mag auch diese leicht dunkleren Hauttöne. Also die sind irgendwie schwer zu definieren, aber das sieht man ja sehr, sehr oft bei Animes, dass ja so ein leicht gebräunter Typ dabei ist. Aber ja, gefällt mir, ist ein schöner Kontrast zum Rest, sage ich mal fast. Und wir erhalten Gedankengut. Finde ich auch sehr, sehr gut, weil dann können wir Pixie ein bisschen kompetitiver gestalten, also normal kompetitiv. Mit Gedankengut und Stallen und ja, wobei wir haben nicht die Magie. Schild, leider, aber na, egal, passt schon. Ich freue mich trotzdem. Ah, komm. Ich weiß, was Gedankengut macht. Ich habe es oft genug eingesetzt. Ja, teleportiere mich. Ich glaube, ich habe gegen alle Trainer in dieser Arena schon gekämpft. Ich glaube schon. Das heißt, viel entgeht uns nicht. Und wir haben den vorletzten Orden tatsächlich. Aber ich glaube, zwischen diesen Orden und den nächsten ist noch ein bisschen viel Story vor uns, weil
Flordelis ist, glaube ich, noch ein paar Sachen machen muss. Wir müssen vor allem gegen Xerneas und so kämpfen. Ich glaube, die bekommen wir vor der letzten Arena, aber egal. Es war sicher ein Kinderspiel für dich, den Psion zu ergattern. Stimmt's? Wer sagt das? Die Laterne da im Hintergrund. Es ist keine Laterne, es ist irgendwie so ein... Ach, keine Ahnung. Man merkt, ich kann mich nicht mehr gut ausdrücken. Es ist wirklich spät und ich bin wirklich erschöpft. Aber bist du bereit für eine Revanche? Nein, bitte nicht. Es hat natürlich einen besonderen Reiz, mit der eigenen Nachbarin daran zu wetteifern, wer der stärkste Trainer von ganz Carlos ist. Wenn wir jetzt gleich nochmal kämpfen, dann klatsche ich dich weg. Also, das Gesicht klatsche ich weg. Nicht die Pokémon. Das habe ich schon oft genug gemacht. Dort zuvor sollte ich dich zumindest einmal besiegen. Habe ich recht? Das wird niemals passieren. Nanu. Wir kriegen einen Anruf. Von wem? Wer könnte es sein? Lysander. Beziehungsweise Flordelis. An alle Trainer im Besitz eines Hololocks, ich bitte um eure Aufmerksamkeit. Wir von Team Flair stehen kurz vor der Inbetriebnahme der ultimativen Waffe. Sie wird mit Ausnahme von uns selbst alles Leben dieser Erde auslöschen und es uns ermöglichen, eine Welt der Schönheit zu erschaffen. Unsere Erde ist von Parasiten befallen, die sich an der hart erarbeiteten Ernte anderer laben. Sie sehen Neid und Zwietracht. Wenn wir nichts unternehmen, wird dies zu hässlichen Auseinandersetzungen führen, die unsere Welt ins Chaos stürzen werden. Ich wiederhole, Team Flair wird mit Hilfe der ultimativen Waffe eine neue Welt erschaffen. Und nun verabschiede ich mich von all jenen, die nicht Team Flair angehören. Adieu und nichts für ungut. Schöner Abschluss. Ich werde alle Menschen töten. Seid mir nicht böse. Danke fürs Zuhören. Was hat Flordelis gesagt? Um eine Welt der Schönheit zu erschaffen, muss ja alles außer Team Flair vergehen? Hen, lass uns getrennt nach dem Geheimversteck von Team Flair suchen. Zum ersten Mal sind wir Flordelis in Illumina City begegnet. Vielleicht liegt das Geheimversteck ja dort. Stimmt, das war im Restaurant, oder? Das hatte so ein bisschen wie Team Rocket, so ein Flair. Also Team Rocket hatte im allerersten Pokémon-Spiel ja auch eine Geheimbasis im Casino hinter so ein Plakat, Poster, wie auch immer man das nennen will. Und ich glaube, wir müssen tatsächlich jetzt unser Taubsi auspacken, dass das Fliegen beherrscht. Das habe ich immer mal wieder genutzt, um Namen neu zu vergeben, um ein bisschen besser zu trainieren. Also ich trainiere immer in den Restaurants von Illumina City, weil das einfach super praktikabel ist. Man kann direkt drei Pokémon gleichzeitig trainieren, beziehungsweise drei bekommen mehr KP, XP. Was wollte ich machen? Ich stand gerade vorher auf dem Schlauch. So, wir wollen Taubsi und wir gehen dann zurück nach Illumina City und verlaufen uns höchstwahrscheinlich dort, weil ich habe keine Ahnung, in welchem Café Flordelis seine Basis hat. Gab es nicht sogar ein Café, das so hieß wie Flordelis? Was hindert uns daran, hier weiterzugehen? Da wird schon irgendwas reinkommen. Machen wir das, was Caleb von uns erwartet. Wie so ein Flordelis. Und vielleicht machen wir noch einen Kampf oder vielleicht, keine Ahnung, je nachdem, wie viele NPCs wir treffen. Ach. So, kurz unser Taubsi wieder. Das dürfen wir ja gar nicht nutzen. Es ist hier eigentlich besiegt. Wir reiten auf einen Geist. Was ja auch Sinn macht, weil Geister können fliegen. Insofern absolut, absolut richtig. Wo ist das nächste Taxi? Mal gucken, vielleicht sagt uns irgendwas, irgendwelche Informationen, die wir gebrauchen können, oder sind momentan... Doch, da ist ein Taxi. Ich wollte schon sagen. Ohne Taxi wäre ich in dieser Stadt super aufgespissen. Willkommen in Illumina City, bla bla bla. Ich glaube, es war ein Café. Twister. Das Bistro, genau, ich erinnere mich. Das Bistro Flordelis, das Bistro heißt und trotzdem in der Café... Richtung ist. Also ein Bistro ist für mich eigentlich eher ein Restaurant, wo ich was esse und nicht was trinke. Also natürlich, man kann auch in einem Café was essen. Im Starbucks gibt es ja auch super viele Muffins, Brötchen und ganz viel überteuerten Kram. Aber trotzdem, Bistro ist für mich auch eher ein Restaurant. Oh, das klingt richtig. Hallo! Heute sollst du besser das weitersuchen, sonst gibt's Ärger. Und es kommt noch härter. Alter, kämpft er wirklich nur gegen uns, weil wir ihn angesprochen haben? Das ist natürlich nice. Das ist höflich. Der zwingt sich einen nicht so auf. Habe ich schon mal irgendwann erwähnt, dass ich gerne mal einen Eisstrahl hätte, aber das ist vollkommen okay. Wie Pixie ist ein gutes Matchup, Mondgewalt. Go! Dragoran wird uns nichts anhaben. Drachentanz. Easy, mein Freund. Easy. Sage ich jetzt und gleich kommt irgendwie
ich weiß nicht was. Lernt Dragoran eine Flugattacke? Ich glaube nicht. Also schon, aber nichts Wichtiges. Nichts Wichtiges. Bodyguard, alles klar. Die kleine Kartoffel also besiegt. Ich finde Dragoran vom Design leider super schrecklich, muss ich sagen. Also vom Pokémon her, was es kann, Fähigkeiten, Moves und alles mögliche, finde ich das eigentlich ziemlich cool. Aber das Aussehen hat mich immer total abgeschreckt. Ich habe mich so gefreut, einen Dratini zu fangen. Das war ja auch super speziell in Pokémon Blau und Rot. Dann Dragonier auch super nice, super sneaky und so weiter. Und ich war dann super extrem gespannt, wie dann die nächste Entwicklung sein wird. Und dann kann man einfach so eine Kartoffel, eine fliegende Kartoffel, muss man ganz ehrlich sagen. Ich meine, die Farbe passt. Alter, einfach gegen Marquis Rüpel, der aber in Wirklichkeit Lucio ist. Nein, wie ist der? Linus oder so, keine Ahnung, den deutschen Arena-Leiter eben. Heißt. Nee, ich habe auch keine Ahnung, wie der auf Englisch heißt. Spontan. Ich weiß nichts, ich rede einfach nur, was weiß ich. Hört mir einfach nicht zu. Mutet die Folge, macht euch gute Musik an. Hier wird's inhaltlich nichts mehr zu hören geben. Spieltechnisch, ich gucke noch nicht mal auf den Bildschirm. Ich drücke A. Probier mir Sätze irgendwie gut zusammenzureimen. Beides funktioniert nicht. Aber offensichtlich kommen wir gut durch. Das zeugt dafür, dass Pixie einfach OP ist. Man muss nicht hingucken. Man muss nicht hingucken, es gewinnt das Spiel automatisch. Subika ist Level 69, lol. Richtig naughty. Erinnert mich daran, dass heute, war das heute oder gestern, dass Sun and Moon Mauzi revealed worden ist, was ich designtechnisch echt schick finde. Ich habe mich ja schon mal dazu geäußert, dass Mauzi echt cool ist eigentlich. Nur Snobelikat mag ich gar nicht. Was muss ich hier machen? Ein verdächtiges Möbelstück war in Wirklichkeit eine Geheimtür. Hen sagt die Lösungsworte vor der Tür. Sesam, öffne dich. Oh, kreativ. Ein sehr guter Schutzmechanismus. Genau, Mauzi. Mauzi, sehr, sehr cool, aber leider. Oh nein, wird das ein wichtiger Trainerkampf sein? Bitte nicht. Bitte nicht. Ich will nicht. Ich bin müde. Nur die Auserwählten werden die Fahrkarte in die Zukunft in den Händen halten. Ich weiß nicht, wieso ich so rede, aber das wird für heute die Stimme von Flordelis sein, so ein bisschen predigend. Wie in der Kirche. Willst du auch eine dieser Fahrkarten lösen oder willst du mich aufhalten? Gib mir deine Antwort im Kampf. Bitte kämpf nicht jetzt, sondern später. Scheiße. Ja, schön. Gut, dann wird die Folge doch ein bisschen länger. Easy. Ich hab's ja. Aber ich hab's ja wirklich. Und zwar habe ich Pixie. Mehr brauche ich nicht. Mehr brauche ich nicht. Wir machen Folgendes. Wir machen jetzt Folgendes. Wir machen... Um super safe zu sein, gehe ich jetzt raus. Giftspitzen. Gewinnt alle Sechserkämpfe. Deswegen, eigentlich ist der richtige Star unseres Teams, das realisiert man ja lange Zeit nicht, der Star unseres Teams ist hier unser Piondragen. Ich muss mal wieder nachdenken, weil ich Paragoni sagen wollte, aber ich merke mir mittlerweile, dass das, was mir als erstes einfällt, falsch ist. Und deswegen nehme ich mir eine kurze Auszeit und sage dann Piondragi. Ich habe keine Ahnung, was das Barnett gerade eingesetzt hat, aber es ist mir auch egal. Ich setze mich mal ein bisschen bequemer. Mein Rücken tut auch, ne? Man muss es sich ja bequem machen für so ein Let's Play. Das macht man nicht einfach so. Ah, so. Schon viel besser. Will ich angreifen? Ich sehe die ganze Zeit irgendwie, das Barnett wartet auf einen Angriff. Ich habe ein bisschen Angst, dass es jetzt irgendwie spontan doppelten Schaden zurückwirft, aber ich glaube nicht. Benutzt es jetzt unseren Angriff oder benutzt es nur Statusangriffe? Obwohl, wenn es Statusangriffe nutzen würde. Es stirbt einfach. Das macht Übernahme. Der Gegner übernimmt sich absolut und verliert dann. Mac Cargo. Wird erstmal toxinisiert, sehr schön. Habe ich da. Ah, ich könnte in Sumpex rauswechseln. Will ich in Sumpex? Ja, komm, wir machen das einfach. Sumpex hat so wenig Screentime in unserem Team. Da muss man es auch manchmal featuren. Ich habe gerade Todesdurst und ich habe nichts zu trinken hier. Das ist das wahre Dilemma. Alter, wie viel Schaden macht das? Makagos, los mit dir!
Unglaublich. Ich hab Erdbeben. Ah, wir sind schneller. Krass. Ist Makago wirklich so todeslahm? Wir machen richtig viel Schaden. Das ist gut. Ich habe ja nicht dran geglaubt, dass wir es besiegen werden, aber ich sollte. Ich sollte mehr glauben. Das Problem ist, ich sehe halt diese großen Levelunterschiede und dann denke ich, und dann denke ich, ja. ich hoffe, dass... Okay, Überbrückung. Ich wollte schon sagen, ich hoffe, es hat nicht die Adrenalinfähigkeit. Lernt, Juit, hast du irgendeine Gesteinsattacke? Ich glaube nicht. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich könnte auch in Pixie... Eigentlich ist das ein guter Moment, den Pixie rauszuwechseln. Ich meine, wir haben ein kühnes Wesen. Ich weiß nicht, ob es wirklich kühn ist, aber auf jeden Fall haben wir ein Wesen zugunsten der Verteidigung. Wir resistieren Kampfangriffen, also eigentlich alles nur Vorteile. Ich glaube, dass Joey Testo keine Giftattacke oder sowas lernt. Kraftkoloss, das ist okay. Es war mehr Schaden, als ich das gedacht hätte, aber wir können uns hier hochstollen. Der Gegner wird immer schwächer, wenn er weiter auf den Kraftkoloss geht. Und ich glaube, das wäre auch eine gute Gelegenheit hier. Oh, ich habe vergessen. Oh, shit, wieso? Ah, Gedankengut draufkriegen. Ah, wieso vergesse ich sowas? Ja, ich gehe hier auf den Mondschein, um mich hochzuhalten. Einfach nur, um safe zu sein, für den Fall, dass der Gegner doch irgendwas hat, was mich jetzt irgendwie super nerven wird. Ich werde danach auf die Kosmikkraft gehen, um dann hoffentlich den Rest des genischen Teams zu zerstören, außer es kommt... Aber es könnte kommen, was mich zerstört. Eigentlich nichts. Ja, außer irgendwas, was sich mehr heilt, als ich im Schaden mache, was mir momentan aber nicht einfällt, muss ich ganz ehrlich sein. Und ansonsten wird das Gift hier die Hauptarbeit machen. Und dann haben wir schon die Hälfte des genischen Teams besiegt. Wie gesagt, war eigentlich nicht so geplant. Eigentlich wollte ich einen super kurzen Part machen. Wenn der Kampf gegen Olympia bzw. gegen Astrid ein bisschen länger gedauert hätte, hätte ich wahrscheinlich dort einen Cut gemacht, weil es dramaturgisch sich ganz gut angeboten hätte, aber ach, wer konnte ahnen, dass Flordelis direkt zur Sache kommt? Ich dachte, wir reden erstmal ein bisschen, er lädt mich auf ein kleines Baguette ein, einen Kaffee oder so und dann vielleicht später beim zweiten Datenkampf, aber sofort, der kommt, hallo, du bist hier? Okay, lass kämpfen, sofort. Aber ich mag Flordelis, ich will mich nicht so sehr beschweren. Ein super guter Pokémon-Villain. Vielleicht sogar der beste. Wobei, nichts gegenüber Giovanni. Giovanni und Team Rocket waren einfach... Muah. Natürlich jetzt auch nicht super krass designt, aber vielleicht spricht da auch die Nostalgie aus mir raus. Ja, komm, wir haben's. Nochmal auf die Kosmikkraft. Für den Fall, das gleich, weiß ich nicht. Heatwing könnte nerven. Todesstarkes Stahl-Pokémon XY könnte nerven. Genesect, was weiß ich. Ich glaube, so einen großen Zeitgewinn haben wir jetzt nicht. Wenn wir die eine Runde mehr oder weniger stallen, was soll's? Oh, es ist schon 12 Uhr, ich muss den Part noch rendern. Und je länger er wird, desto länger rendert er. Das ist die Trauer. Absolute Trauer. Mondgewalt, go! So, 3 von 6 Pokémon besiegt. Mal gucken, was für eine Überraschung jetzt noch kommen wird. Aber volles Pixie, auch +3, Defensive, ultra stark. Eneko, mein Freund. So wird es ja nichts. Hätte ich doch nur, wie nennt sich das? Stored Power heißt auf Deutsch, nicht Kraftschub. Der Psycho-Move, der mehr Schaden macht, je mehr Boosts man hat. Deutscher Name, wie gesagt. Damit könnt ihr mich jagen. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Ihr müsst auch nicht in den Kommentaren schreiben. Ich weiß, der Kommentarbereich liebt es, mich zu korrigieren. Kann ich auch vollkommen verstehen und weiß ich auch wirklich sehr zu schätzen. Aber in diesem Fall werde ich es auf jeden Fall nicht brauchen. Und wahrscheinlich, sobald ich diesen Part fertig habe, aufgenommen habe, wird es mir einfallen. Weil, weiß ich nicht, meistens passiert es so. Ich gehe auf Donnerblitz. Wir sollten auf jeden Fall einen Move tanken. Wir sind bei +3 Verteidigung. Einfach gegessen. Aber okay, es war auch kein Gift-Move, den ich eigentlich erwartet hätte. Jetzt die Frage, wie Schaden machen wir? Nicht so viel. Aber wir kriegen die Paralyse, die wahrscheinlich gar nicht mal so wichtig ist, aber ich nehme es an. Einen Zug früher kann ich das Serapendra dann besiegen. Wobei nicht mehr, wenn der Gegner Temposchub hat.
Aber ich glaube nicht, dass Serapentra irgendwie sich hochheilen kann. Ah, der Gegner könnte halt eben einen Hypertrank nutzen oder sowas. Oh, ich merke gerade, die Giftspitzen sind weg, weil ein Gift-Pokémon reinkommt. Das habe ich komplett ignoriert. Das ist ärgerlich, aber ich bin froh, dass es erst so spät passiert ist. Ich meine, das ist das vorletzte Pokémon. Hätte wesentlich schlimmer ausgehen können. Wesentlich schlimmer. Leb noch. Bitte, 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 Flordelis. Wenn du mein Freund bist, bitte nutz keinen Hypertrank jetzt. Normalerweise nutzen die Trainer ja immer im kritischen Bereich Tränke oder ähnliches. Bitte, Flordelis, sei kein Arsch. Sehr gut. Flordelis ist kein Arsch. Er weiß, wann es zu Ende ist. Wir haben richtig viele Level in diesem Part für Pixie bekommen, gefühlt. Aber Pixie ist auch super lange. Ja, wobei, gegen Astrid war es gar nicht drin. So gut wie. Dann sage ich einfach nichts. Auf jeden Fall ist das letzte Pokémon ein Sodamark. Lächerlich, Level 75. Verschwendet, mein Freund. Aber, okay, da haben wir auch ein bisschen Glück gehabt. Was ich auch gut finde, weil wenn der Kampf sich wieder super krass in die Länge gezogen hätte, ne? Wäre alles eskaliert. Ich wäre tot morgen. Also wirklich tot. Dann würden gar keine Parts mehr kommen. Wiederbeleben geht ja auch nicht, ist ja eine Nuzlocke. Das heißt, wenn ich einmal tot bin, dann bleibe ich auch tot. Ja, so. Geschafft. Jetzt noch ein bisschen Dialog, dann speichere ich ab und dann kann ich endlich nicht in die Haie gehen. Ich muss das Ding noch editieren, das reicht. Wahrhaftig, tief in deinem Herzen lodert die Flamme der Überzeugung. Ich glaube, es war aber auch nicht der letzte Kampf gegen Flordelis. Ich bin ein bisschen traurig, dass er irgendwie so einen random Sprite hatte. Das verstehe ich nicht ganz. Manchmal haben die Trainer, die wichtigen Trainer, ihren richtigen Sprite und manchmal haben sie so einen random irgendwas. Keine Ahnung. Du und dein Pokémon-Team, ihr meint es also ernst. Vorzüglich, ganz vorzüglich. Ich weiß nicht mehr, wie die Stimme vorher war. Du bist hier, um mich aufzuhalten, doch hör mir zu. Eins hatte ich vor, mit dem Profit meines Labors die Menschheit, ja, die ganze Welt zu retten, aber meine Mühen waren vergebens. Die Welt ist einfach zu groß. Ein einzelner Mensch wie ich könnte die Menschheit niemals zur Vernunft bringen. Also fasste ich den Entschluss, meine Ziele mit Gewalt durchzusetzen. Ich erwarte nicht, dass du jemals verstehst, was ich denke und was mich antreibt. Versuche ruhig, die ultimative Waffe aufzuhalten, doch dafür wirst du unser Labor erforschen und gegen alle hier kämpfen müssen. Yay. Aber nicht heute, sondern an einem anderen Tag. Alles und jeden retten zu wollen, dieser völlig unrealistische Wunsch ist es, der die Welt so peinigt. Eine negative Einstellung. Ich meine, ne? Alles zu zerstören wird sicher nicht unbedingt besser machen. Aber jedem seine Meinung. Auf jeden Fall bedanke ich mich sehr, sehr herzlich fürs Zusehen. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, ob das Commentary gut war oder schlecht oder verrückt. Ich höre mich nicht selbst. Es passiert automatisch. Eigentlich bin ich in so einem Standby-Modus und mein Daumen drückt die ganze Zeit A. Deswegen war ich sehr, sehr glücklich, dass Pixie hauptsächlich vorne war und Mondgewalt drücken konnte. Wo war ich? Genau. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bye bye. Dann hoffentlich ein bisschen ausgeschlafener. Bis dann. Tschüss. Alter, die Musik hier ist voll gut irgendwie.